Und schon, ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen und ich sage euch, es tut auch gut nach zwei Tagen Landtag, harte Auseinandersetzung hier unter Menschen zu sein, die für unsere Menschen. Freundlichen Bahnverkehr kämpfen. Ja. Ich brauche euch hier, ich glaube, ich habe viele gesehen, ich kenne ja die meisten schon fast persönlich. Ich brauche euch nicht mehr erklären, was das Projekt Stuttgart 21 bedeutet. Das muss man bei den Veranstaltungen draußen im Lande machen. Das tue ich auch so oft ich kann, deswegen sage ich auch gleich vorweg, gleich nach meinem Beitrag muss ich weg. Ich werde in Heilbronn mir die Gelegenheit nicht entnehmen lassen oder nehmen lassen, dass ich dort mit Herrn Dietrich für die Heilbronner Stelle. Und ganz Baden-Württemberg ist Interesse groß. Entgegen aller Behauptungen leben die Veranstaltungen sind bestens besucht. Selten so viele Besucher gehabt wie zu solchen Veranstaltungen. Aber was immer wieder natürlich gefragt wird, wie ist es, wie wirkt sich das aus, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für das Land? Und der Schwerpunkt meines Beitrags ist heute, was kostet dieses Projekt wen und geht es etwa zu Lasten anderer Projekte oder was kostet das Land, den Landeshaushalt? Und ich stelle immer wieder fest, man hört ja, nein, das geht überhaupt nicht zu Lasten anderer Projekte, sondern wir finanzieren das irgendwie anders. Das ist ein schönes Zitat vom Innenminister Rech. Der war auch mal zuständig für Verkehrspolitik. Früher gab es nur halben Verkehrsminister. Er war Innenminister und Verkehrsminister. Und er hat in der Badischen Zeitung noch 2007 gesagt, Stuttgart 21 gehe nicht zulasten des öffentlichen Nahverkehrs. Man habe Vorsorge dafür getroffen, dass der ÖPNV im gesamten Land wie bisher gefördert werden könne. Das klingt gut. Wir haben jetzt ja Zugang zu Protokollen und wir werden fündig ab und zu. Und wir haben hier gefunden eine Ministerrücksprache in Saal Stuttgart 21 zur Finanzplanung ÖPNV. Aufgrund des aufgezeigten Finanzbedarfs für Stuttgart 21 hält es der Herr Minister für erforderlich, unverzüglich eine Finanzreserve zu bilden. Aha. Alle Ausgaben im ÖPNV zu überprüfen, der Hausspitze Vorschläge zu Einsparungen vorzulegen. Eine Liste der Vorhaben im GVFG, Landesprogramm des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, das sind die Mittel für die Nahverkehrsprojekte des Landes, für den ÖPNV, zu erstellen, um daraus ersichtlich zu machen, ich paraphrasiere das, wo sind die Mittel gebunden und wo hat man noch Spielraum. Also, 2003 hat man aber schon offensichtlich Vorsorge getroffen, aber nur in die andere Richtung. Und weiter heißt es in demselben Protokoll, die Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sowie der Finanzbedarf für Stuttgart 21 machen eine rasche Anpassung der GVFG-Förderbedingungen notwendig. Es werden folgende neue Eckpunkte vereinbart. Absenkung der Fördersätze im Landesprogramm 75, Absenkung der Fördersätze im Bundesprogramm, und außerdem behalten wir bei jedem Antrag 100.000 für uns. Wohlgemerkt, die Sätze waren vorher höher. Das ist die Antwort gewesen, wie wir brauchen kein Geld von anderen, das finanzieren wir alles irgendwie anders, aber nicht zulasten des übrigen Nahverkehrs. Tatsächlich belegen diese Auszüge aus Protokoll, man hat sehr früh in diesem Sinne vorgesorgt und abgewickelt. Weiter heißt es, wir werden im Hinblick auf Stuttgart 21 nicht nur einen Großteil der Nahverkehrsmittel auf Stuttgart 21 konzentrieren, sondern auch andere Projekte deswegen zeitlich deutlich nach hinten verschieben müssen. Gespräch, Notiz, nachdem der Minister mit dem damaligen Konzernbevollmächtigten für Baden-Württemberg schnell gesprochen hat. Das sind, glaube ich, ziemlich deutliche Belege, es ist nicht so einfach zu finanzieren und schon gar nicht ohne auf anders zu gehen. Was zeigt diese Grafik? Wir haben prinzipiell als Baden-Württemberg die Chance, diesen Posten beim Bund abzurufen als Programm. Das kriegen wir aber nur, wenn Baden-Württemberg in der Lage ist, das Core zu finanzieren, also einen Eigenbeitrag zu leisten. Im Moment
ist nur das kofinanziert, das bräuchten wir noch, das ist das Defizit, deswegen können wir diese Mittel nicht abrufen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie eng es ist und wie schwer es ist, überhaupt in dem Bereich was zu machen und es schon ganz fatal ist, wenn aus diesen Töpfen auch noch gegriffen wird für Stuttgart 21. Diese Grafik zeigt, wie ich finde, auf verschiedene Art und Weise, was uns in den nächsten Jahren blüht, wenn Stuttgart 21 gebaut wird. Wir haben hier hellblau Regionalisierungsmittel. Was sind Regionalisierungsmittel? Die Länder bekommen vom Bund Geld zur Bestellung von Nahverkehr. Also es ist nicht so, dass Züge fahren, weil die Bahn fahren will, sondern das Land bestellt Züge und mal für die DB, mal für die Hohenzollernische Eisenbahn und mal für die S-Bahn im Raum Stuttgart. Normalerweise ist hier die Gelder da zur Bestellung von Zügen, zur Verbesserung des Takts und so weiter. Und man hat in den letzten Jahren auch immer wieder diese Überschüsse gehabt und hat es irgendwie anderweitig auch investiert. Das hat die Regierung damals dazu verführt zu sagen, wir haben doch Geld, nämlich Regionalisierungsmittel und haben angefangen anzusparen für dieses Projekt. Das sind sozusagen die Kosten. Wir zahlen also von 2009, wenn es so kommt wie geplant, bis 2019 eine gewaltige Menge von Regionalisierungsmitteln. Obendrauf kommen Nahverkehrsmittel, das waren die GVFG-Mittel, die wir eigentlich bräuchten, ja, die wir da einbringen. Und wir haben schließlich originäre Landeshaushaltsmittel. Das sind Mittel für alles Mögliche. Von der Straße über den Radweg, über Schule, alles. Das ist insofern eine große Herausforderung, weil wir in den nächsten Jahren gezwungen sind, aufgrund der Schuldenbremse, dass wir drastisch die Ausgaben des Landeshaushalts reduzieren, weil wir ein Defizit, ein strukturelles Defizit von 3 Milliarden haben. Und während wir 3 Milliarden Defizit abbauen, hauen wir Landesmittel in dem Umfang in dieses Projekt rein. Das ist schon hart, wenn man weiß, wie hart Haushaltsverhandlungen sind. Das ist ein Grund, warum Wilfried Kretschmann auch jetzt später kommt, weil bis zuletzt auch mit der SPD verhandelt, was geht noch und was wollen wir einsetzen für eine andere Mobilitätspolitik zum Beispiel. Hier als Liste mal aufgelistet, aus Landesmitteln geht insgesamt ins Projekt, gehen 645 Millionen aus ordinären Landesmitteln, 286 Millionen aus Regionalisierungsmitteln, Bestellgelder für das ganze Land und aus Nahverkehrsmitteln des Bundes fließt praktisch in dieses Projekt Geld rein. Das sind Nahverkehrsprojekte, die im ganzen Land eigentlich sein können. Aber man hat beschlossen, man schließt dieses Geld in dieses Projekt rein. In der Summe sind es fast 1,3 Milliarden. Ein fetter Betrag. Ich finde, zu sagen, das geht überhaupt nicht zulasten des Landes und das ist einfach nur für Stuttgart und sonst hat es keinen Effekt, ist schon ziemlich dreist. Schauen wir uns mal die Entwicklung der Regionalisierungsmittel an. Wir sehen hier, das sind sozusagen die Summen, die jährlich in das Projekt eingezahlt werden, in diesen Jahren. Und interessanterweise sind die Regionalisierungsmittel, die da noch fast eben sind, gehen damit ins Minus. Mit anderen Worten, wenn Stuttgart 21 kommt, dann muss ich als Verkehrsminister diese Defizite irgendwie bewältigen. Das sind offenkundig die Folgen dieser Ausgaben. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben Verträge, die sind abgeschlossen, die gelten. Man muss bezahlen. Ich kann da nur sozusagen Geld rausholen, wenn ich sage, dann müssen wir bei den Verträgen was ändern, wir müssen Mittel kürzen, also fahren weniger Züge, streichen wir Zugverbindungen. Ich muss also sozusagen Verbindungen rausstreichen, damit das reingeholt werden soll. Und dann sagen die, es geht nicht zulasten des sonstigen Nahverkehrs. Hier ein Beispiel, was manche nicht kennen und was für uns scheinbar weit weg ist. Leipzig, der S-Bahn-Tunnel vor dem Hauptbahnhof, ihr kennt vielleicht diesen Leipziger Bahnhof, ein schöner Bahnhof, die haben ein Projekt, da wird nur die S-Bahn vor dem Bahnhof untertunnelt. Das ist eigentlich eine kleine Sache im Vergleich zu Stuttgart 21, wir könnten auch sagen, ein Zehntel von Stuttgart, von S21. Interessant an diesem Projekt ist, dass ein ähnliches Phänomen ist, was man jetzt schon beobachten kann. Die Zeiten verlängern sich, hier fast Verdopplung, die Kosten gehen dramatisch nach oben und das Muster ist immer das gleiche. Man unterschätzt am Anfang die Kosten,
man schätzt die, die Bauzeiten viel zu gering ein, man lässt bestimmte Sachen weg. Da werden wir noch in den nächsten Tagen auch zeigen, und ich glaube, Michael Holzer wird es auch heute nochmal zeigen, was bei diesen Berechnungen bisher zum Teil einfach rausgelassen worden ist und was man jetzt nachbessern muss. Und durch die Nachbesserung kommt man dann auch zu höheren Kosten. Was in diesem Leipziger Beispiel auch so interessant ist, dass die Finanz- und die Vertragskonstruktion sehr ähnlich ist wie bei Stuttgart 21. Und jetzt die Situation ist, dass der Freistaat Sachsen diese Preissteigerung, die nicht abgedeckt war, so wie wir vermuten, dass bei S21 dort die Finanzierungsvereinbarung auch nicht abgedeckt ist, dass das Land am Schluss blutet und zahlen muss. Hier sind die Belege dafür, also die Risiken und die Sicherheitsmargen wurden zu niedrig angesetzt, man hat Planungsleistungen nicht richtig berechnet. Und was ist das Ergebnis? Der Freistaat Sachsen muss den größten Anteil an den Mehrkosten selbst tragen. Dies resultiert aus einem Vertrag, der schlecht war. Das haben auch wir. Wir haben einen schlechten Vertrag, schlecht vereinbart. Er war sogar so schlecht, dass man gemeinsam, man schreibt ihn so, dass man ihn nicht kündigen kann. Ich bin froh, dass wir eine andere Rechtskonstruktion gefunden haben, die jetzt für den Volksentscheid zugrunde liegt, dass man ihn doch kündigen kann, nämlich wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage, weil man bei Stuttgart 21, wenn man jetzt das alles so nimmt, dann wird einem ziemlich klar, wie frech und wie weit weg dieses Zitat ist. Bisher man in Reden sozusagen anders nach außen gesprochen hat, wie man tatsächlich intern verhandelt hat und wie man sich auf dieses Projekt eingeschossen hat. Und ich glaube, wir müssen wirklich nach außen tragen, das ist die finanzielle Realität. Das wird uns drücken als Belastung in den nächsten Jahren, das wird den Landeshaushalt belasten, das wird den Nahverkehr belasten. Und es muss jedem klar sein, wenn wir 30 Millionen Regionalisierungsmittel nicht haben, dann müssen wir kürzen. Ich will das auch nur einmal am Beispiel sagen, etwa die Bestellmittel in Karlsruhe für die Stadtbahn in einem Jahr sind ungefähr 30 Millionen. Also ist kein Pappenstiel. Wir müssen da wirklich massiv eingreifen, es geht zulasten des übrigen Verkehrs, es geht zulasten von Fahrplänen und wir müssen das, wie ich finde, vermeiden. Wir müssen alles tun, damit wir nicht da unter die Erde kommen, sondern dass wir oben bleiben. Ja, also jetzt vielen Dank, Winfried Herrmann. Ich darf Sie auch noch in meinem Namen recht herzlich begrüßen. Daniel Renkone, Mitglied des Verkehrsausschusses im Landtag. Und ich werde Sie heute Abend durchs Programm führen. Und ich will jetzt erstmal sagen, wie wir jetzt weitermachen. Weil, wie das so ist beim Ministerpräsidenten, er ist noch nicht da. Er ist noch nicht da und jetzt müssen wir improvisieren. Und wir machen das jetzt so, dass die Brigitte Dahlbender gleich ins Mikrofon tritt. Bevor sie das macht, möchte ich Ihnen allerdings noch ein bisschen sagen, wie wir uns den Abend vorgestellt haben. Also es wird jeder Referent 15 Minuten sprechen. Wir haben zwei Blöcke. Der erste Block beschäftigt sich mit der Volksabstimmung und auch der Ökologie des Projektes. Und der zweite Block soll sich vor allem um die Alternativen drehen. Und nach dem ersten Block machen wir eine halbstündige Fragerunde, also wenn die ersten Referenten durch sind und dann kommen die nächsten Referenten aufs Podium, also praktisch wie beim Eishockey, ein fliegender Wechsel. Die stellen dann 15 Minuten ihre Alternativen vor und dann machen wir anschließend wieder eine Diskussionsrunde. Also so haben wir uns das vorgestellt. Und jetzt würde ich einfach bitten, die Brigitte Dahlbender, weil der Winfried Herrmann muss weiter nach Heilbronn und er muss da heute ein wichtiges Auswärtsspiel gewinnen gegen Herrn Dietrich. Ich muss sie nicht vorstellen, sie ist die Speerspitze der Bürgerbewegung. Sie hat ein enormes ehrenamtliches Engagement hier an den Tage gelegt, um dieses unsinnige Projekt zu verhindern. Und sie wird uns jetzt erklären, warum Stuttgart 21 das Geld nicht wert ist und nicht ökologisch ist. Brigitte Dahlbender, bitteschön.